Hallo aus Berlin, aus der ägyptischen Botschaft. Heute wird hier der Mohamed Gamal verabschiedet. Das ist der Leiter des ägyptischen Fremdenverkehrsbüros in Deutschland. Sein Nachfolger wird eingeführt und ich werde mit beiden mal sprechen und mal hören, was die zur aktuellen Situation sagen, was der Gamal vorhat mit dem Rest seines Lebens und was sein Nachfolger eventuell hier an positiven Ideen und Aussichten präsentieren kann. Nach 4 bewegenden Jahren wechselte jetzt die Leitung des deutschen Büros des ägyptischen Fremdenverkehrsamtes. Mohamed Gamal verabschiedete sich von allen Partnern und übergab sein Amt an Tamer Marzouk. Seine Verabschiedung sieht Gamal mit gemischten Gefühlen. Also ich weine nur, also weil ich mich als von meinen Geschäftspartnern hier in Deutschland als verabschiede. Natürlich, also wir haben Hand in Hand in der schwierigsten Zeiten also des ägyptischen Tourismus zusammengearbeitet. Und das hat mir auch einen großen Spaß gemacht. Aber ich habe viel gelitten, weil wir also unter einer Krise gearbeitet haben. Aber glücklicherweise haben wir zusammen einen Erfolg gehabt. Gibt es schon eine Planung, wie das jetzt weitergeht mit der Karriere in Kairo? Oder? Noch nicht fest, aber mein Wunsch, dass ich im Bereich also der Ausbildung arbeite, wenn ich also das machen durfte. Irgendwas Poetisches wahrscheinlich da. Ja. Ja. Das geheime Hobby. Ich habe schon gehört, es werden jetzt demnächst Übersetzungen anstehen, ägyptische ja, also ich Gedichte. Ich schreibe Gedichte und Philosophie und zwar über die Frauenwelt. Ach so. Ja. Die ägyptische oder die deutsche? Nein. Die internationale. Internationale. Frauenwelt. Ja. Und natürlich, also ich habe ungefähr 70 Bücher also verfasst. Nicht schlecht. Und das ist nun die Zeit, also dass ich also meine Bücher übersetze. Was geben Sie jetzt Ihrem Nachfolger auf den Weg? Oder gibt es da außer gute Wünsche im Allgemeinen, gibt es irgendwelche Ziele, die er verfolgen sollte oder irgendwelche Ratschläge, die man geben kann oder sagen, ja, mach mal? Also er hat Herausforderungen. Natürlich also mit unseren Geschäftspartnern Hand in Hand kann er also vieles erreichen. Und natürlich also sein Job ist nicht ganz einfach, weil also ich hart Tag und Nacht gearbeitet habe. Aber natürlich also eine gute Strategie und ich denke, also der aktuelle Tourismusminister, auch also mit meinem Nachfolger, gibt es also zusätzliche bestimmte Aufgaben. Wir werden das natürlich weiter verfolgen und würden uns natürlich freuen, wenn wir in Ägypten die Kurve wieder in Deutschland bekommen, dass das wieder zum Boomland wird und nicht nur für die Taucher, sondern natürlich auch für die normalen Touristen, die gern mal eine Nilkreuzfahrt machen, was also ein unvergessliches Erlebnis ist. Wir werden unser Möglichstes tun und drücken Ägypten und dann auch Ihnen und dem Nachfolger natürlich dann auch auf alle Fälle die Daumen. Ja, danke. Tschüss. Tamer Marzouk leitete schon vorher 4 Jahre das Deutschlandbüro in Frankfurt und hat jetzt genaue Ziele vor Augen. Was betrifft deutsche Market, unser Ziel dieses Jahr, Ende dieses Jahr, wenn wir Glück haben, dass wir schaffen 1 Million Touristen nach Ägypten mit Ende dieses Jahr. Und unser nächstes Ziel 2016, dass wir den letzten Rekord, was wir hatten in 2010, zu erreichen, 1,3 Millionen. Ja. Das ist unsere Ziele hier im deutschen Markt und wir sind daran, das zu schaffen, mit Kooperation mit unserem engen Partner. Und wie ich erwähnt in meiner Rede, was gut hier, dass man hat wirklich eine sehr enge Kooperation und Partnerschaft mit deutschen Partnern hier. Und dafür bin ich sicher, dass wir das Geschäft gemeinsam schnell zurückkriegen. Wir drücken die Daumen. Also für den Taucher geht es am Roten Meer sowieso nicht vorbei. Ich meine, das ist das Ziel hier in der Nähe, schnell erreichbar, kostengünstig und sensationelle Tauchgebiete. Der Nil hat auch eine Menge zu bieten. Also ich denke mal, wir drücken die Daumen und tun, was wir tun können, um Ägypten wieder nach vorne zu bringen. Vielen Dank, das ist lieb von Ihnen. Schönen Dank und viel Glück, ja? Dankeschön. Das Happy Life Village in Dahab liegt direkt am Roten Meer und ist in nur knapp einer Stunde vom Flughafen Sharm el-Sheikh zu erreichen. Eingerahmt von den Bergen des Sinai bietet sich den Gästen ein spektakuläres Ambiente in einer absoluten Wohlfühloase. Hier kann man bei einem Cocktail einfach die Sonne genießen.